Leute, ich muss mir auf jeden Fall, ich muss mir die Roomtour von Montana Black reinziehen. Leute, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich muss diese Roomtour sehen. Gottverdammt nochmal muss ich diese Roomtour sehen. Entschuldigung. Entschuldigung. Digga, ei. Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Haustour. Und die ist natürlich dann dementsprechend im Keller. Ich würde sagen, Leon, wir schnappen entspannt. Wir gehen schon mal runter. Hier ist eigentlich, hier wurden die Wände gestrichen in schwarz. Digga, das sieht wirklich aus wie der Zugang zu einem KitKat-Sadomaso-Keller. Moin, Meister, hängen da Ketten an der Decke. Kannst du mich mal da festmachen und peitschen, Alter? Entschuldigung, da bin ich wieder kurz aus der Rolle gefahren. Hier hängen schöne Bilder von mir in der Simpson-Optik. Ist natürlich noch nicht alles so perfekt. Und ganz zufälligerweise, Leon, komm mal hierher. Ganz zufälligerweise liegen hier gerade noch die limitierten Autogrammkarten. Die ist zu jeder Also mir reicht's! Freunde, wer die noch nicht ausgecheckt hat, ich gönne. Den kann man auch nicht mehr helfen. Also, die steht für gönnen, weil, richtig, das Haus zahlt sie nicht von alleine. So ist es. Kauft Montana Blacks Merch. Kauft jetzt sofort Montana Blacks Merch. Und trete bitte nicht aus der Kirche aus. Kirchensteuern, so ihr wisst, ich muss irgendwo mein Bling-Bling, muss ich mir auch irgendwie leisten. So, also gehen wir mal runter. Wir wollen hier uns jetzt gar nicht so lange aufhalten eigentlich, weil ja, hier hängen ein paar Bilder. Hier oben hängt noch auf entspannt eine Rolex-Uhr, die ich geschenkt bekommen habe von meinem Homie Knossi. Die hat er mir geschenkt. Jetzt hat sie hier einen würdigen Platz. What the fuck, Bro? Und ja. What the fuck, wie geil. Ja, ansonsten haben wir natürlich hier jetzt in den Kellerbereich, und das wird nicht jedermanns Geschmack sein, ja, auch wieder sehr, sehr viel Graffiti. Finde ich das geil oder scheiße? Es ist geil, aber auch irgendwie weird, weil dann hätte man die Türen in einer anderen Optik machen müssen. Das sieht jetzt aus wie so ein Club einfach. Das sieht aus wie ein Sexclub aus Berlin. Und das macht keinen Sinn, weil Montana Black wohnt in Hamburg, ja. Von dem Künstler. Einfach Deutsche Bahnhof. Künstler Don und Frost, die sich hier ausgetobt haben. Hier oben über diese Lampen wären noch schwarze Gitter Felix. Kommen. Dass man im Grunde das Gefühl hat, wenn man hier längs geht, dass man in so einem, ja, ich will mal fast sagen, in so einem Ghetto-Tunnel ist. Ajo. Finde ich persönlich ganz. Da noch eine brennende Mülltonne und ein paar Obdachlose hin, rein in die Masse. Geil, die Optik. Ist aber, wie gesagt, nicht jedermanns Geschmackssache. Ja, da haben wir hier den Hauswirtschaftsraum von meinem Engel Agatha. Ach so. Die schläft doch, die wohnt jetzt da, oder wie? Hier haben wir, ja, hier macht sie halt meine Wäsche. Ist noch nicht alles so ganz perfekt. Komm rein, Leon. Hier haben wir Waschmaschine, Trockner. Hier haben wir das Überwachungssystem, wo alles aufgenommen wird, was bei mir passiert. Mhm. Am und um mein Haus. Ich habe insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Kameras. 10 Kameras, die alles aufzeichnen, was hier passiert. 10 Kameras, 22 Scharfschützen, 97 Wachhunde, einen Angriffshelikopter und die Nuke bei 15 abgeschossenen Eindringlingen, ganz genau. Und das wird hier alles gespeichert. Ja, Staubsauger, keine Ahnung, Digga. Wieso habe ich eigentlich, die Latschen passen ja überhaupt nicht zum Outfit. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt hier nicht viel getan, der Raum ist immer noch komplett leer, den brauche ich auch nicht zeigen. Hier haben wir jetzt auf entspannt erstmal, ja, was soll ich euch sagen? Ein bisschen Bierchen für Gäste, Wasser, Coca-Cola, eine Mixkiste mit Fanta, Sprite und Mezzomix. Hier stehen so die Getränke. Kameraposition von Pixel verstehe ich, aber die Waschmaschine, Bro, die Waschmaschine spiegelt die Kamera. Lost. Diese Regale habe ich mir bestellt auf ganz entspannt. Isabel, ich würde sagen, wir Laser, wollen nicht so lange schneiden, denn ihr wollt alle das Gaming-Zimmer sehen, oder? Ich weiß, man hat es schon ein bisschen gesehen, klar, aber glaubt mir, ihr werdet es jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise sehen. Ja, ja, weil wir durch die Tür reingehen. Also das sieht dann anders aus, verstehe ich. Hier ist die legendäre Eingangstür. Get on my level. Gamers only. Gamers only, mein Partner. Gamers only. Für Langzeit-Performance-Drinks. Gamers only Fans. Ist es, oder? Ihr wisst, das Penny-Lager-Chat, warum seid ihr so salzig? Das ist ja, die haben mir hierbei geholfen, mich supportet. Und deswegen werdet ihr auch deren Logo vermehrt bei mir im Zimmer sehen. Denn das sind meine Sponsoren. Und sie haben mich sehr supportet. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Wollt ihr mal den Aal sehen? Dann kommt mal rein hier in die warme Bude. Zack, 3, 2, 1, Abfahrt.
sehr, sehr clean, ne? Ah, schon wild. Das ist schon nochmal wilder als mein Studio, muss man ganz ehrlich sagen. Aber mir ist es too much. Mir ist es... Wo soll ich anfangen? Ich glaube, wir fangen erstmal an. Also die Tür ist geil. Wer kann von sich behaupten, LEDs in seiner Tür zu haben? Kein normaler Mensch aus Deutschland kann das behaupten, Montana Black. Hm? Und ich habe LEDs in meiner Tür, Digga. Also, okay. So der Raum, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Das ist natürlich sehr viel Licht, sehr viel LEDs. Ja, ja, ja. Das ist genau mein... Nee, ich würde nicht sagen, man mag ihn nicht. Ich mag ihn, aber es ist mir too much, weißt du? Geschmack, Digga. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Video rüberkommt. So einige Kritikpunkte, die ich gelesen hatte, war so, dass das ein bisschen ungemütlich rüberkommt. Aber ich weiß nicht, Leon, du hast es jetzt auch gesehen. Es wirkt alles andere als ungemütlich, wenn man hier ist, oder? Also gemütlich ist es, aber es ist so ein Feeling, wie jetzt wäre ich in irgendeinem krassen LED-Bereich auf der Gamescom und... Monte will einfach immer Gamescom haben. Oh, jetzt nichts Falsches sagen, sonst kommt die Kündigung. Das ist der Kündigungsblick, wir kennen ihn alle. Und in einem Wohnzimmer gleichzeitig, so. Ja, das ist ja, so eine Mischung. Ja, ja, stimmt, hast du recht. Also wo soll ich anfangen? Fangen wir in den Bereich an, in meinem Kühlschrank-Bereich, in dem Gamers-Only-Bereich. Ich warte einfach auf dieses Ding, wo Leute so mäßig hochrechnen, was Montana Black an Stromkosten hat, Alter. Wo, ja, meine Performance-Strings allzeit für mich bereitstehen. Kühlschrank auch mit integriertem Logo. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was so ein scheiß Kühlschrank kostet. Mhm. Hier ist der Bereich, ja, Digga, wirklich was teuer. Wirklich, also der sieht babamäßig aus, wie ich finde. Ne? Auch der Monitor mit dem Logo oben. Wir haben hier verschiedene Staufächer noch, wo jetzt bis jetzt noch nichts drin steht. Wir haben hier, wie in vielen anderen Punkten, auch einfach mal LED im Fußboden. Das ist schon krank aufwendig, ne? Ich setze mich da kurz hin und mache einen kleinen Retalk. Oh, Bruder, ich bin es nicht mehr gewohnt, so lange zu drehen, Kapi. Der Fußboden komplett neu gemacht. Fußbodenheizung auch komplett neu hier. Geil, geil, wichtig und geil. Ja. In diesem Raum ist jetzt Fußbodenheizung. Alles fing aber damit an, Digga. Imagine, der Bro hat jetzt noch eine Ölheizung. Dass der Keller Feuchtigkeit hatte und ich trocken. Um die 20.000 Euro erstmal investieren musste, um die Feuchtigkeit hier zu beheben. Mhm. Das hat mir sehr viele Kopfschmerzen bereitet, Digga. Und am Ende ist dieses Monsterprojekt hier trotzdem entstanden. Das ganze Team um Thomas herum, die Messebauer, Digga, ich fühlt euch geküsst. Auch an alle Handwerker, die hier waren. Seid, der hier sehr viel gemacht hat. Also Ehrenbruder Seid, natürlich, klar. War, am Ende ist da ein richtig geiles ich hab Projekt Ich habe das hier auch mit Messebauern machen lassen bei mir. Das Projekt hat... mit sehr vielen Kopfschmerzen angefangen, nämlich dass hier Feuchtigkeit war, Digga. Also der Kühlschrankbereich, den hatten wir jetzt gerade. Nur mal kleiner Funfact, Leon, komm mal hier bitte einmal rüber. Das, was ich euch jetzt hier hinterzeige, ist nur die Elektronik und die Kabellage von diesem Raum. Guck mal, Leon. Holy shit, Alter. Was sagst du dazu? Ja, ich hab auch so einen nicht ganz so kranken Schrank, aber halt auch so ein Terminal vorne. Es ist abnormal. Also, das ist nur von hier unten, Brudi. Das ist nicht von Haus. Diesem Raum hier. Nur von diesem Raum, Bruder. Holy shit, Alter. Das ist nur von diesem Raum. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt, ne? Das ist verrückt, Digga. Verrückt ist das, Digga. Dieses andere, komplett andere verrückt. Ja, dann kommen wir hier in den Zockerbereich, den ich hier habe, wo man sich mit Kollegen mal auf entspannt hinsetzen kann und eine Runde zocken kann. Ja moin, hier sind überall Hundehaare von Kaino, Digga. Keine Ahnung, wie die da hinkommen. Wir haben hier einen LED-Boden. Das finde ich, muss ich ehrlich sagen, too much. Das hat mich an Autoscooter einfach erinnert, Digga. Wirklich, deutsche Kirmes. Auch da gab es erstmal Probleme. Das ist ein Tanzboden für Discos. Ja, ja. Das Problem war, als der gekommen ist, dass bei jedem Schritt, den du drauf gemacht hast, sich die LEDs verändert haben farblich. Und das konntest du nicht ausstellen. Da habe ich voll den Absturz drauf geschoben und war schon wirklich kurz davor, einen richtigen Ausraster zu schieben. Aber ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, die... Digga, imagine Monte da unten am Breakdancen einfach. Die Jungs vom Messebauer-Team, auch Thomas, kreative Genies, haben das Problem gelöst. Ich kann den Boden jetzt einstellen, wie ich möchte, farblich. Ich habe ihn jetzt in Blau gewählt. Und hier wird dann der Bereich entstehen, der ist noch nicht fertig. Der Bereich entstehen, wo ich mit meinen Jungs am Zocken bin. Und mal ein bisschen tanzen auch mit den Jungs, ne? Mal ein bisschen Tango tanzen auf eine Homo-Basis, klar. Wo man mal chillen kann. Wir haben hier oben eine Mega-Kamera von Marshall. Digga, die hat Marshall, la, diese Kamera. Eine Zoom-Funktion, das ist nicht mehr feierlich. Das ist wirklich diese verrückt. Kamera hat so eine heftige Qualität. Wirklich, eine Mega-Kamera. Davon habe ich noch eine hier im Raum. Dann haben wir natürlich auch überall, was vielleicht nicht so auffällt, diese Waben hier, und das sind keine, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Das sind keine Waben, die man kaufen kann oder Kunststoff, das sind Rehgipswaben
Und jedes einzelne Stückchen, was ihr hier seht, wurde einzeln dort reingetan, angefertigt, verspachtelt. Also, Digga, what the fuck? Ich dachte, es wären so fertige Elemente, Bro. Allein diese Wand im gesamten Raum hier ist so viel Arbeit gewesen. Bro, also ja, okay, das ist wild dann. Respect the hustle. Ein Stückchen wurde halt reingetan. Es war ein großes Puzzle. Krass. So für Erwachsene mäßig. Dann haben wir hier oben noch die Infinity-Decke. Leon, setz dich mal einmal hin und film mal nach oben, Digga. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt. Das ist die Infinity-Decke. Digga, wenn du dir da einen durchziehst, Alter, und mal nach oben guckst, du denkst, du bist Neil fucking Armstrong, Alter. Auf dem Mond, Alter. Ich wollte gerade sagen, Kölner Dom, what the fuck. Digga, da unten darfst du auf jeden Fall keine Drogen nehmen mit dem raus. Die macht halt diesen Eindruck, ja, als wenn es halt noch 3 Meter nach oben geht, ne? Das sieht doch geil aus, Leon, sag mal ehrlich. Das sieht heftig aus. Das bisschen surreal auch so. Bisschen surreal, ja. Also, man sollte nicht dieses Zimmer betreten, wenn man irgendwie chemische Drogen sich eingeschmissen hat. Ich glaube. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, das kommt nicht ganz so gut, aber hier ist ein drogenfreier Haushalt. Ich würde sagen, das ist hier schon, also nicht mein Highlight-Bereich, aber ein sehr emotionaler Bereich, denn hier sind alle meine. Ist das, also wenn man sich jetzt diese Oktagone anschaut. Das ist die chemische Formel für Heroin. Das erkennen viele Leute hier gar nicht, aber das ist sie tatsächlich. Spiele für die Leute, Tanja, die nicht wissen, was VGA Dankeschön. Sind. Beziehungsweise VGA bedeutet Video Game Authority. Authority, ja, ja. VTier 9310. Dankeschön für die 5 Gifted. Kuss, Digga, danke, Mann. Video Game Authority. Hexagon. Ah, scheiß drauf, Digga. Das heißt, VGA ist eine Firma, die Spiele bewertet von ihrem Zustand etc., gibt denen eine Wertung, ratet die und dementsprechend, wenn sie gut geratet sind, sind sie wertvoller als Spiele, die schlecht sind. Original verschweißt, hat ein 90er Rating. Ich habe den damals für 5.000 Euro gekauft. Ihr werdet jetzt denken, verrückt. Chillig. Aber jetzt kommt's, der ist jetzt 5.200 wert. Aber ich würde mittlerweile behaupten, dass ich dafür mehr bekomme. Wollen wir es einfach mal so sagen. Ich würde dafür mehr bekommen. Und das sind halt hier so meine Highlights, meine Spiele, die ich mir so über die Zeit gekauft habe. Ist halt ein Hobby und auch irgendwo eine Wertanlage für mich persönlich. Ja, muss man aber es ist ein geiles Hobby. Ich fühle das und VGAs und diese ganzen Videospiele hier fühle ich sehr. Das ist und ein reichen Hobby einfach. Es ist einfach, jetzt einfach geil, die auch hier so präsentieren zu können. Auf Tron Legacy angelehnt, der Raum. Ja, mit der Marshall-Kamera rüber swipen oder rüber zoomen, reinzoomen. Das sieht natürlich schon, macht was her, ne? Oder, Leon? Ja, sieht gut aus. Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten haben wir natürlich überall Beleuchtung, LEDs, die ich farblich einstellen kann, so wie ich möchte. Die Messebauer waren bis eben gerade noch hier, deswegen ist die Leiste jetzt zum Beispiel weiß. Normalerweise ist sie nicht weiß eingestellt, aber ja. Und ansonsten kommen wir mal zu diesem Bereich hier, der natürlich auch ein wirkliches Highlight ist. Mein Meerwasser-Aquarium. Digga, das ist 1500 Liter. Fischtechnisch fehlt da noch einiges, aber ja. Auch die Leute. Da soll ja eigentlich noch eine Stripperin reinkommen. Das geht gerade nur nicht wegen Covid-19, aber normalerweise soll da die ganze Zeit eine nackte Frau drin schwimmen. Im Aquaristikgeschäft haben durch Corona natürlich Schwierigkeiten. Ja, er sagt es ja gerade. Da haben wir meinen Papageienfisch, ein Highlight im Aquarium. Wir haben hier drüber die Monitore, die ich per Fernsteuerung ansteuern kann und alles drauf abspielen kann, wie ich möchte. Hier haben wir jetzt die Logos von meinem Partner Gamers Only, die mich hier tatkräftig bei dem Raum unterstützt haben. Also Gruß und Kuss gehen da nochmal raus an Gamers Only. Mhm. Und das Aquarium ist natürlich irgendwo auch das Highlight hier, weil es nicht in der Mitte, aber ein Raumtrenner mäßig so ist. Und hey, das sind 1500 Liter Aquarium. Wunderschön. Das sind einfach 1,5 Tonnen, what the fuck? Hier sind meine Ehrenbrüder, die wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Unterbau, locker 2 Tonnen. Korallenwächter. Ich weiß nicht, wo der andere Kollege gerade ist. Der luschert hier irgendwo noch woanders rum. Korallenwächter, okay. Das sind die Fische. Und das Video hat mittlerweile, habe ich gesehen, über 3 Millionen Aufrufe aus der Rettungsaktion aus meinem Stream. Ach, krass. Wo ich den einen Fisch aus der Filteranlage gerettet habe. Die beide sind jetzt hier drin. Ein Korallenwächter ist hier, wie gesagt, der andere. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist, Digga. Der versteckt sich wieder. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die jetzt hier ein dickes Zuhause. Ist das für Fische schwierig mit dem Licht so? Kriegen die davon nicht irgendwie so Paranoia oder so mäßig? Oder ist das für die egal? Xena 100, danke für den Resub, Bro. Ne, da mein altes Becken hatte 500 Liter, jetzt haben wir hier 1500 Liter. Maschallah. Also das Dreifache an der Menge, was natürlich sehr geil für die Tiere ist. Dann haben wir hier noch meine kleine Ecke. Die Sidebots haben wir gerade heute bekommen. Die kann man hier einfach rein und rausnehmen. Geil. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt noch... Oh, Junge, Alter, wo kam der denn her? Noch nicht die passenden Gegenstände gefunden, die ich hier reinstelle. Vielleicht doch noch mal ein paar Spiele.
fette Sextoys, geile Sextoys da rein, geile fette Dildos einfach in den Schrank, let's go. Von da drüben, weil die zum Teil zwei, dreifach gestapelt sind, das sind so Waben, die auch in die Wand eingelassen worden sind. Ihr müsst euch vorstellen, also, wie kann ich es am besten formulieren? Der Raum hatte normalerweise, also hier hinter dieser Wand ist noch ungefähr so ein Hohlraum, wo die ganze Kabellage ist. Das heißt, auch hier in diesem Gaming-Zimmer wurde nochmal ein kompletter Raum in den Raum reingebaut. Haben sie bei mir auch gemacht. Wir haben ja auch die Decke, der Raum ist, glaube ich, insgesamt 5 Quadratmeter kleiner oder sowas, weil die Wand halt so viel Platz braucht, ne? Das war sehr, 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 sehr viel Arbeit, ne? Das wissen viele Leute gar nicht, weil viele eben gefragt haben. No Flex, aber zum Beispiel das hier hinter mir, also viele haben gesagt, hey Revi, du hast einen Greenscreen. Ja, ich nutze den einfach nie. Aber ihr seht es vielleicht so, ich kann den hier halt auch so fernbedienungsmäßig runter und hochfahren. Das ist natürlich jetzt ein absolut lächerlicher Flex gegen dieses Zimmer. Ich wollte auch mal zeigen, was ich habe. Es tut mir leid, Monte, du stehst trotzdem mit deinem Raum weit über mir. Überall LEDs, die Kleinigkeiten, Digga, sind's, die am Ende zählen. LED im Fußboden, Digga. Ach, und Belüftungsanlage. Glaubt ihr, Monte würde LED unter Wäsche tragen? Das habe ich auch drin. Das ist so geil, eine Belüftungsanlage, Digga. Das ist so nice, Mann. Da kommt frische Luft von draußen rein. Das ist ein Belüftungssystem. Ich wollte mir keine Klimaanlage reinbauen lassen, weil ich so ein bisschen, ich will mal sagen, Angst habe vor Klimaanlagen, Angst vor Krankheiten durch Klimaanlagen. Da habe ich so eine kleine Phobie. Deswegen habe ich mir ein B- und Entlüftungssystem einbauen lassen. Und das Ganze schalte ich da vorne über den Schrank, Leon. Da habe ich einfach hier einen Schrank. Da sind zwei Schalter drin. Und jetzt von der Geräuschkulisse sollte man das auch hören. Jetzt mache ich die Zuluft komplett. Und jetzt bläst das hier halt ordentlich raus und rein. Und jetzt kommt hier halt komplett frische Luft von draußen rein. Ja, geil. Das heißt auch... Imagine, einer furzt draußen dieses Ding rein. Ich muss auch sagen, es war eine sehr gute Entscheidung gewesen, auch vom Rauchen. Ich rauche hier ja leider drinnen, dumm wie ich bin. Aber, Leon, du bist ja nicht Raucher. Findest du, als du hier reingekommen bist, dass hier nach Rauch gerochen hat? Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Also das Belüftungssystem funktioniert wirklich einwandfrei. Geil. Auch geil gemacht, geile Könntest Lösung. Könntest du da wohnen mit uns Einrichtung und so? In nee, auf keinen Fall. In den meisten Fällen mache ich eigentlich abends, wenn ich hier fertig bin, mache ich die B- und Entlüftung an. Und wenn ich morgens reinkomme, riecht es hier wie frisch gestrichen so mäßig. Ja, aber danke dann schön. Würde ich sagen, gehen wir mal in den Zockerbereich. So sieht das Ganze dann aus. Ziemlich unprofessionell eigentlich auch, dass die PlayStation nicht mal an ist. Mhm. Das ist hier... Oh, Leon, weißt du, wie gut sich das gerade anfühlt, sich hinzusetzen, Digga? Rentner. Warte, Digga, ich setze mich auch. Ja, mach das, Brudi, gönn dir. Mein Zockerbereich hat auch mit LEDs direkt verbaut. Geil. Wir haben hier beispielsweise, Leon, guck mal, für die Leute, ich habe eine Kamera im Aquarium. Also das heißt, das ganz, ist hier ganz die wild. Digga, die OBS sehen, holy shit, Alter. Corona ja, im Safe, danke schön, Bro. Dort eine Kamera. Ich habe genau über dir noch ein... Nebelhörer, was sollen denn 9-Jährige beichten? Keine Ahnung, Bro. Travis Community ist, glaube ich, hier nicht am Start. Eine Marshall-Kamera. Marshall. Die gleiche wie da vorne. Und ich habe auch, die ist gar nicht gerade hier, ich habe aber auch noch eine Kamera. Das ist aber jetzt hier, da ist aber jetzt, guck mal hier. Noch eine Marshall. Ah, das ist natürlich jetzt so. Die gleiche wie da vorne. Und ich habe auch, da Kabelmanagement, Bro, das ist aber jetzt hier. Das, die ist gar nicht gerade hier, ich habe aber auch noch das eine Leon von Dena, also ganz genau. Kameratechnisch will ich noch ein, zwei mehr anschließen. Und das ist eigentlich, er ist relativ klein gehalten, weil natürlich hier einfach, ja, hier zocke ich, hier streame ich. Wir haben hier wieder LEDs im Boden, im Schreibtisch. Wir haben ist schon geil geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Infinity-Decke wieder wie drüben, die auch sehr geil ist. 1, 2, 3, super Brot, lol. Dankeschön, Bro, für den Reset. Monitore wie auf der anderen Seite, wo ich alle. Danke, Leute, für die Props für den neuen PC. Ich habe jetzt hier das Get on my Level Graffiti mal rangemacht. Ah, mit zwei Monitoren gleich. Geil. Und ja, wir haben hier. Geil. Komm, Digga, auch ein wunderschönes Ding. Massiv geil. Sieht aus wie Cyberpunk. Mit Wasserkühlung, mit schneller SDI. Nee, SSD? SSD-Karte, mit schneller SSD-Karte. Ja, wirklich ein. Guck mal, hier, was hier noch passiert, das Logo hier. Mhm. Es ist hier so viel. Also, ich weiß nicht, ob das für euch. Ich meine, ich werde nicht mehr so viel beleidigen. Nicht mehr so viel beleidigen, Digga. Ich will den grünen CPM noch mitnehmen im Dezember. Mann, ey, das Haus zahlt sich nicht von alleine, Digga. Also, ich denke, der Roomporn am Anfang hat schon alles gezeigt. Ich habe euch jetzt ein paar technische Daten, technische Daten habe ich gar nicht genannt. Hast du nicht, Bro. Aber sei dir auf jeden Fall gegönnt. Mashallah, dieses Haus wirklich sehr, 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 sehr wild. Ich wünsche dir da alles Gute und ganz viel Spaß drin, Bro.